Wunderbar ist der Herr, wunderbar seine Gegenwart, wunderbar, was er tut. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ist ein Gott, der nicht verändert. Wie der Herr war, als er auf Erde wandelt, ist er heute hier unter uns auch. Die gleiche. Er ist von den Toten auferweckt worden und er kann nicht mehr sterben. Und die in ihm sind, in Christus sind, können auch nicht sterben. Das sagt sein Wort und wir wollen das festlegen heute. Wir wollen was feststellen heute Morgen, was sein Wort zu uns sagt. Der Titel heißt Licht des Lebens haben heute Morgen. Und ich beginne in Johannes 8, 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es ist eine Verheißung, das ist der Herr, der das spricht. Wer mir nachfolgt, sie betonen, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und wer mir nachfolgt, ist die Voraussetzung, ist die Bedingung. Wir lesen auch in Johannes, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Da muss eine Veränderung, da muss eine Übergabe, da muss eine Veränderung stattfinden, da muss eine Herrschaftsveränderung stattfinden. Wir geben unser Leben hin. Wir geben unser Leben Jesus hin. Wir vertrauen unser Leben Jesus an. Wir befehlen uns ihm an. Wir glauben an ihm. Und das ist ein Wort. Wir müssen es immer auch in die richtige Weise verstehen. Wer mir nachfolgt, nicht jetzt, oh, ich habe ein paar Ideen über Jesus. Ja, ich habe von ihm gehört. Ja, er ist ein guter Mensch. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn. Er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Er hat Himmel verlassen und hat einen menschlichen Körper angenommen und hat uns unter uns gewandelt. Er war im Mensch, er war im Fleisch, damit er so wie uns verstehen kann. Er hat gelitten und alles, was er gelitten hat, ne, damit du weißt kannst, er hat wie dich gelitten. Wenn du leidest, wenn du Kämpfe hast, dann weißt du, dass er genauso hat. Er hat mehr als dich und er kann dich verstehen, was du durchgehst. Und wir sehen hier, dass eine Voraussetzung, um Jesus nachzufolgen, muss was stattfinden. Wenn jemand das Licht des Lebens haben will, muss er aus der Finsternis herauskommen. Und in das wahre Licht hineinkommen. Und nur Jesus hat die Macht und die Autorität, das in uns zu tun, uns zu befreien und uns zu retten. Er hat die Macht und die Autorität, hat die Kraft, ein Leben aus der Dunkelheit, aus der Finsternis zu nehmen. Das tut der Herr. Das will er tun, wenn er uns rettet. Wenn er uns rettet, dann rettet uns aus der Finsternis. Und das müssen wir auch verstehen, dass bevor wir gerettet sind, bevor wir Jesus kennen, wir sind in der Finsternis. Das ist um uns herum. Wir sehen anhand Gottes Wort heute Morgen, dass es so ist. Wir können es nicht Nein, es ist Wahrheit. Und Wahrheit ist wunderbar, wenn wir es annehmen. Wahrheit ist immer gut, wenn wir es annehmen. Wenn wir es überlegen, er könnte sein, er könnte treu, nein, es ist wahr. Gottes Wort ist wahr und es ist kräftig und es hat die Fähigkeit, unser Leben zu verändern. Es ist wunderbar. Wer mein Wort hört, in Johannes 5, 24, Jesus spricht, wer mein Wort hört und glaubt dem, dem ich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in Gericht. Der hat. Der Glaube rettet. Der Glaube gibt. Wer hat? Der hat. Nicht der, es könnte sein. Es könnte, dass du ewiges Leben. Es könnte sein. Nee, Jesus hat gesagt, der hat. Und das ist Gottes Sohn, der spricht.
Und wenn er was sagt, dann ist es so. Und es ist unveränderbar. Der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Kommt nicht ins Gericht. Es wird ein Gericht geben. Alle Völker würden dann vor Gott stehen. Alle Völker. Es wird ein Gericht geben. Und hier steht, wer an ihm glaubt, kommt nicht ins Gericht. Dann wird dieses Gericht uns nicht treffen. Wir sehen das nachher anhand anderer Schriftsteller. Aber das ist, dass Jesus das gleich von vornherein sagt. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und das ist, was findet statt, wenn ein Mensch zu Gott kommt. Wenn ein Mensch sagt, Herr, ich brauche dich. Ja, ich bin verloren und ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht in und aus. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich weiß nicht, was vor mir läuft. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Ich weiß nichts. Nur heute. Manche Menschen leben nur für heute. Und manche machen sich Gedanken für Jahre voran. Machen sich Sorgen. Aber wenn du in Jesu Hände bist, brauchst du gar nicht zu sorgen. Sorget um nichts, sagt Gottes Wort, denn er sorgt für uns. Wir haben einen, der für dich sorgt. Ist das wunderbar? Du schreibst alle deine Sorgen auf und gehst zum Herrn, Herr, das sind meine Sorgen. Und er sagt, okay, hab ich. Und wenn er die hat, dann hat er die. Du brauchst sie nicht wiederzuholen. Du brauchst nicht zu sagen, was habe ich da geschrieben, Herr? Was habe ich auf den Zettel geschrieben? Sondern er vergibt und er hilft und er nimmt unsere Probleme, er nimmt unsere Schwierigkeiten. Und das, was uns drückt, nimmt er auf sich. Und er gibt uns seine Sanfte zu tragen. Er gibt uns was anderes. Aber wir wollen das genau immer wiederum von dieser Schriftstelle. Wer mir nachfolgt, das ist der Voraussetzung. Das ist das, was notwendig ist für einen Mensch, um zu befreien zu bekommen und aus der Finsternis. Denn er rettet uns aus der Finsternis. Wunderbar. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wer den Namen des Herrn angerufen, wer glaubt, wer bekennt in sein Herz, das Wort sagt, ne? Wer mit dem Mund bekennt in den Herzen glaubt, dass Jesus, dass Gott ihm seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, wird gerettet. Wer bekennt, Jesus ist Herr. Und dass sein Vater ihn von den Toten auferweckt hat, wenn du daran glaubst, wirst du gerettet. So einfach ist es. Nicht schwer, nicht wahr? Gott hat es nicht schwer für uns gemacht. Gehst du zu irgendwelchen anderen Leuten, da musst du, also andere Religionen, da musst du sonst was. Ich glaube, Himalaya, irgendwas, weiß nicht, wo die Mönche sind, oder Tibeten oder irgendwas. Tibeter. Die trinken Tee in Tibeter. Es ist um diesen Berg herum, ne? Die Mönche, die müssen um diesen Berg herum nicht laufen. Die haben sich mit dicker Jacke angezogen, ganz dicke, und Handschuhe. Und ich sage, warum denn so dicke? Die schmeicheln sich hin auf der Erde. Und dann stehen sie wieder auf. Ich glaube, die gehen drei Schritte vor und einen Schritt zurück, irgendwas so. Auf jeden Fall, dann schmeicheln sich hin. Das dauert Monate. Und da wurden die Gottes Gunst bekommen. Dadurch sagen die, Gott wird mich annehmen, wenn ich so tue. Aber Gott rettet aus Gnade. Gott rettet uns aus Liebe. Gott rettet uns aus Güte, weil er uns liebt. Er verdient nicht an uns, er liebt uns. Deswegen will er es tun. Das können wir schwer, manchen Menschen schwer verstehen. Aber Gott liebt uns und deswegen tut er das. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, liebt auch dich. Und das ist unsere Zuversicht, das ist unsere Freude, das ist der Zeugnis des Geistes in uns, das ist der Zeugnis des Heiligen Geistes in uns. Der Geist Gottes sagt zu dir, zu deinem Geist, du bist mein Kind, du bist mein Tochter. Und das kann keiner wegnehmen. Wir wollen daran halten, wir wollen festhalten an Gottes Wort, wir wollen festhalten. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet.
Wir müssen immer, wir kommen zu diesem Punkt, jeder Mensch in seinem Leben kann zu diesem Punkt kommen, wo er Gott um Vergeben bittet, wo er Gott sagt, bitte komm in mein Leben, Herr, bitte komm in mein Leben, sei du mein Herr, sei du mein König, sei du mein Gott. Und er tut das auch. Er kommt dann. Er kommt nur auf Einladung. Er kommt nur auf Einladung. Er ist ein Gentleman. Er zwingt sich nicht auf dich. Er wartet auf dich. Er sagt, Herr, komm, ich bitte dich. Der Herr wartet da. Er ist ein König. Ein König. Und er wartet auf den Thronsaal. Und er wartet da, dass du zu ihm kommst. Den Gnadenthron. Wir kommen zum Gnadenthron. Und wir beugen uns, wir knien uns hin. Und er gibt uns ein Pardon. Ne? Er begnadigt uns. Er begnadigt uns. Aus Gnade seid ihr gerettet. Direkt vom Thron der Gnade. Das ist wunderbar. Und wir lesen jetzt Kolosser 1, 11 bis 14. Wie er das gemacht hat, was er getan hat, wenn wir ihn angenommen haben, wenn wir an ihm glauben. Wir können nicht alles verstehen. Ich sage nicht, dass wir können nicht alles verstehen. Es geht nicht um Verstehen, es geht um Glauben. Es geht nicht, dass wir alles gründen und verstehen können, wie ist denn das und wo, sondern Herr, du bist Gott, ich bin Mensch. Ich kann nicht vertrauen. Gott kann nicht lügen, ne? Kann Gott lügen? Nein, geht gar nicht. Das wäre schlimm. Er kann nicht lügen und er lügt auch nicht, auch wenn wir nicht alles verstehen. Auch wenn wir nicht alles begründen können, auch wenn wir versuchen, mit unserem Verstand alles zu gründen. Es geht nicht. Der Glaube ist da und wir dürfen glauben und das akzeptieren. Und wenn wir glauben, kommt danach die Beweise, dann beweist sich Gott, nicht vorher. Gott, zeig mir, denn das haben die in Israel gemacht, zeig mir ein Wunder, dann glaube ich an dir. So haben die in Gottes Wort viele, in den Evangelien. Zeig mir, mach dieses, hier dieses Brot, mach dieses Wasser oder diesen Stein, mach es zu Brot. Zeig mir, dass du Gott bist. Zeig mir, und dann würde ich an dich glauben. Aber der Herr sagt, glaube nur. Und der Herr wird dir Beweise nach Beweise, wenn du sagst, Herr, ich will dir blind vertrauen. Und ich kann mich erinnern, wo ich auf einer Bibelschule war. Es war nur eine kleine Bibelschule, nicht 10 Jahre, vielleicht 10 Wochen, als ich gläubig wurde. Da waren Vertrauen, wir haben Vertrauen gelernt, was es bedeutet zu vertrauen. Und wir hatten laute Tische, kann mich heute noch erinnern. Da hatte ich noch dunkel schwarze Haare oder dunkelbraun damals. Und wir haben laute Tische. Und da war immer, vielleicht so lang wie dieser Raum, und immer zwischen war so ein Platz. Und dann sind wir, ich bin dann auf den Tisch und dann habe ich mich gehalten. Dann mussten wir da langlaufen. Ne? Und dann musste ich sagen, jetzt hüps, ne? Das war nicht viel jetzt, ne? Nur 2,50 Meter. Nee, Quatsch. Nur ein bisschen. Ne? Ja, hast du gemacht. Auf sein Wort, ne? Er sagt, es ist okay, du kannst weitergehen, du kannst so laufen, es ist okay, ist alles gut. Und du vertraust ihm, ne? Du hast die Augen zu, nicht die Augen offen natürlich. Augen zu, mit der Binde rum, ne? Und wir sind dann gelaufen. Das war für mich, was bedeutet, Vertrauen zu lernen. Man muss den Herrn vertrauen. Vertraue ihn. Er wird dir zeigen, er wird sich offenbaren, er wird zu dir reden, er wird zu dir sprechen, er wird in dein Kammerlein, wenn du ihn bietest, er wird dir helfen. Gekräftigt mit aller Macht, gekräftigt mit aller Kraft, Kolosser 1, 11 bis 14, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wir leben jetzt, Geschwister, durch sein Licht und es wird immer heller und heller. Wir haben die Erlösung.
Wir sind erlöst. Nicht nur, es könnte, ich hoffe. Rede mit Leuten, die Jesus nicht kennen, aber religiös sind. Gibt es viele. Die kennen Jesus nicht persönlich, aber sind ja religiös. Die wollen sind fromme, aber fragst du diese Fragen. Bist du gerettet? Ich hoffe. Sind deine Sünde vergeben? Ich hoffe. Aber wir wissen es. Wir wissen es. Wir sagen nicht, ich hoffe. Wir sagen, yes, es steht geschrieben. Und wenn der Herr das sagt, dann ist es so. Wenn er uns vergeben hat, hat er uns vergeben. Er hat uns erlöst. Er hat uns erlöst. Er hat uns aus der Finsternis, diesen Wort ist noch weiter von Johannes, was ich gerade gesprochen habe, in Johannes. Er hat uns, das hat er getan, so hat er es getan, die von Tod ins Leben hinübergegangen, wer mich glaubt. Und das ist das, was geschehen ist. Er hat uns genommen. Jetzt, Geist, kann man es nicht jetzt mit eigenen, mit unseren normalen Augen, und den natürlichen Augen können wir es nicht sehen. Aber das ist im Geiste geschehen. Wir waren in der Finsternis. In Englisch, I like the English. We were in the dominion of darkness. The dominion. Ne? Ich spreche jetzt für die Englisch können. Ne? Dominion of darkness. Ne? Aber jetzt wir in the kingdom. Jetzt sind wir in Reich. In a kingdom. Woohoo! The kingdom of heaven. Gottes Königreich sind wir jetzt. Er hat uns da rausgenommen. Das können wir selber nicht. Das tun Leute, die wollen das selber verdienen und tun Werke und wollen das erreichen. Die wollen Gottes Gunst erreichen, wobei Gott schenkt es. Gnade kann man nicht verdienen, Geschwister. Gnade kann man nirgendwo verdienen. Wenn du begnadigt bist, wenn du im Gefängnis bist und du musst morgen sterben, ich weiß nicht, wie die sterben heutzutage. Hier in Deutschland nicht, aber in anderen Ländern, ne? Entweder den Hängen oder elektrischen Stuhl. Und du bist schuldig. Du bist schuldig. Wir sind alle schuldig. Keiner ist ausgenommen. Gottes Wort sagt, wir sind alle schuldig. Und alle kommen zu kurz, die Gnade Gottes. Wir haben alle gesündigt. Alle kommen alle zu kurz. Aber das hindert nicht Gott, dich zu lieben. Das hindert Gott nicht, dich zu retten. Und es gibt Menschen, die sterben, die wissen nächsten Tag, die wissen genau nächsten Tag, ich muss sterben. Ich muss mein Leben abgeben mit einem elektrischen Stuhl oder sonst was. Und dann kommt der und bringt dir und sagt, was willst du zum Essen jetzt? Für dein letztes Mal. Und dann sagt sie, ich möchte ein Big Mac. Okay. Ein Steak. Ne? Es gibt sowas, habe ich gehört. Ne? Du kriegst ein leckeres Essen. Und der nächste Tag, ich habe das auch im Fernsehen übrigens gesehen, die haben zeitweise mit Injection, ne? Mit Spritze. Ich habe gesehen, die haben das gezeigt im Fernsehen. Er lag da, dann haben die diesen Pump gepumpt da und diesen Zeug und innerhalb von kurzer Zeit ist er tot. So. Aber wir sind begnadigt, wir sind so wie der. In Wahrheit sind wir auch den Tod geweiht. Aber wir sind begnadigt worden von Gott. Er kommt in den richtigen Zeitpunkt. Kannst du vorstellen, du bist da, du weißt, was geschehen wird, du weißt, dass die Nägel in deinen Arm, und du weißt, dass du bist weg. Dann kommt einer rein, stopp, stopp, stopp. Vielleicht bist du gleich, siehst du gleich auf den Stuhl schon. Vielleicht wollen die gleich den ersten Nadel setzen. Stopp! Er ist begnadigt. Woohoo! Wirst du glücklich sein? Oder wirst du sagen, nein, ich will nicht? Nein, also ich habe mich darauf vorbereitet, weißt du? Auf diesen Tag. Aber das tun Menschen, wenn sie Jesus ablehnen. Das tun Menschen, wenn sie sagen, okay. Ja, sag, du rede mal, ich mag meine Lebensentscheidung. Ja, okay. Aber der Tag wird kommen. Wenn wir da sein werden, ich will dir nur voraus sagen, was geschehen wird. Wir werden alle dann vor dem Herrn stehen. Ja, alle Menschen, auch nicht alle. Aber er hat uns begnadigt im letzten Zeitpunkt. Ich denke, als ich Jesus angenommen habe, ich war, glaube ich, in den letzten Drucker. Ich kann mich noch erinnern, wo ich in Berlin war und dann ganz viel gesoffen und in den Straßen und so.
Ja, tot geweiht. Und wusste nicht wohin, wusste nicht, was man tut. Ne? Man tut Dinge, wenn man nicht gerettet, wenn man nicht Gott nicht kennt. Man tut Dinge einfach. Man tut irgendwelche Blödsinn. Manchmal gläubige Leute tun Blödsinn. Aber nicht so viel. Ihr versteht, was ich meine, ne? Aber wir sind denen gerettet sind. Wir haben es, es ist festgelegt, das ist so wie ein Vertrag, ne? Wenn wir den Herrn angenommen haben, dann lesen wir das. Wir lesen in sein Wort, was er geschrieben lassen hat. Er hat durch den Heiligen Geist das aufgeschrieben, damit wir sehen können, aha, das hat der Herr mit mir gemacht. Huhu, ich bin erlöst. Und alle meine Sünden sind mir vergeben. Alle meine Sünden. Alles hat der Herr mir vergeben. Es ist wunderbar. Das ist eine wunderbarste Sache, dass der Herr alles vergeben hat. Und er hält nicht gegen dich. Hält gar nicht gegen dich, ne? Wenn er sieht, dann gibt es ein Buch, ne? Die Bücher, und unsere Namen sind geschrieben und es ist alles weiß. Nichts da. In dem Buch des Lebens. Bist du in dem Buch des Lebens? Ist dein Name in dem Buch des Lebens? Das wollen wir erkennen. Wir sind da. Und es ist ganz, ganz sauber, ist das Blatt. Und er führt uns auf einen guten Pfad. Er führt uns auf einen guten Pfad auch. Und er führt uns richtig jetzt. Jetzt sind wir nicht Leute, die nicht wissen, nicht wohin. Wohin sollen wir gehen jetzt im Leben? Was soll ich tun? Was soll ich schauen? Aber der Herr leitet uns. Er führt uns. Er macht Türen auf. Also ich muss über Debbie jetzt sprechen. Ja. Weil ich sehe das so was von klar und deutlich. Wie der Herr sie führt. In ihrer Arbeit. Ich habe das alles mitbekommen. Ne? Sie hat diese Ausbildung, hat es geschafft. Und dann hat sie angefangen, sie hat einen guten Job bekommen, ne? Und dann ist es dann nur für einige Monate, ich glaube ein Jahr und was so, ne? Dann habe ich zu ihr gesagt, tut uns leid, wir können dich nicht. Aber sie hat gebetet, ne? Ich muss ja auch dazu hören, dass sie hat, Herr, führe mich, Leute. Die haben gesagt, tut mir sehr leid, du musst dir arbeitslos melden. Ein paar Wochen später kam sie zu ihr, kannst du dir vorstellen, noch ein Jahr zu machen? Okay, ja, hat sie das. Und dann war es noch eine Verlängerung, noch eine. Das kam die gleiche Geschichte. Tut mir leid, wir haben absolut kein Stelle für dich. Das geht gar nicht. Das ist absolut nichts. Du tut uns leid, du musst gehen. Ne? Und dann kam es, dass jemand anderes diese Stelle, was frei wäre, was dieser ein Mann nehmen wollte, wollte er es nicht. Er wollte die Stelle gar nicht, und er wollte irgendwo anders hin. Und dann habe ich gesagt, Frau Rückemess, können Sie sich vorstellen, in dieser Stelle zu haben? Ja! Ist wunderbar, ne? Ist wunderbar. Das ist der Herr. Er tut das. Ich sehe das Gottes, das Gnade. Und wir ihm anvertrauen. Er sieht das. Und er macht Türen auf und er schließt Türen. Verlass dich auf den Herrn. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Bekenne ihm. Bekenne ihm nun in alle deine Wegen. Er wird dich recht führen. Und das tut er auch. Er ist wunderbar. Er ist treu. Okay, sag mal von mir auch jetzt ein bisschen, ja? Mit 50, Moment, wo war das? 56, genau, mit 56 bin ich nach Bremerhaven gekommen. Und als ich in Berlin arbeite, ich habe diesen 1-Euro-Job gemacht, ne? Ich war im öffentlichen Dienst, bin da raus. Dann haben die alle gesagt, alle, die mitgearbeitet haben, Quatsch, du kriegst jetzt noch keine Arbeit in deiner Alter. Hallo? 56? Kriegst du keine Arbeit? Aber ich habe der Herr ist mein Fels. Er ist mein Arbeitgeber. Ich habe die Beste. Nicht die, der geht zum Arbeitsamt, ne? Und dann da drüben ist der herrliche Arbeitsamt des Herrn. Das ist da drüben, ne? Und er hat mir immer gesagt, nein, du kriegst nicht in deinem Alter. Und alle da waren, alle so, irgendwie meine Alten, die waren alle
Und dann bin ich hierher gekommen und dann habe ich was gelesen. Und irgendwie, ich las diese Annonce, danke meine liebe Frau. I read the advertisement, das heißt auf Deutsch Annonce. Und ich las das und es war als für einen Fahrer bei der Sparkasse. Und irgendwie, ich hatte es im Herzen so eine Freude. Übernatürlich, ich hatte eine Freude, ich hatte mich noch nicht beworben. Aber ich hatte eine Freude im Herzen und ich schrieb dann meine Bewerbung und dann rief er mich an, Herr Bau, können Sie kommen zum Interview? Und dann bin ich da hingekommen und dann haben die mich da, die Arbeits, wie heißen die, der, für, nee, nicht Vorstand, nein. Der Personalrat, die Leute, ne? die Einstellung. Und dann haben wir mit mir geredet und Gespräche und so geführt. Ja, okay, wir lassen dich, ne? Wir sieht gut aus. Die haben nicht gesagt, du hast es nicht. Dann bin ich weggegangen, dann ein paar Wochen später oder eine Woche später riefen dann, ja, können Sie mal kommen? Ich wusste immer noch nicht, was der Job war. Ich wusste, die haben auch nicht gesagt, was es war. Und ich dachte, ich fahre so ein Bank mit 6 Millionen Euro um die Gegend oder irgendwas so. Auf jeden Fall kam ich hin und dann, ich muss mich unten melden. Ja, fahren Sie in den sechsten Stock in den Vorstandsebene. Ich dachte, Vorstandsebene, okay. Vorstand, okay. Gut, dass ich meinen Anzug habe und Krawatte angehabt. Ne? Bin ich hochgegangen und dann haben wir mich dann wo der Vorstand ist. Die Chefs. Jetzt ist mir eingegangen, ach, ich soll die fahren? Ich war immer noch nicht sicher, ne? Dann haben wir mit denen geredet, die haben eine schöne Tasse Kaffee, habe ich ganz, ganz explizit getrunken, ja, wie so Reutsche, ne? Der Finger so, was so. Und habe ich den Job bekommen, habe ich den Chefs gefahren dann. Ich wusste nicht, ne? Das war die schönste Zeit in meinem Leben, ne, bis jetzt in meinem Berufsleben. Nur ich glaube, 10 Jahre so habe ich da, glaube ich, ganz tolle Autos gefahren. E-Klasse, S-Klasse, alle Klasse. Ja, wunderbar. War schön. Gott ist wunderbar. Wenn wir das vertrauen, wenn wir sagen, Herr, egal was die Menschen sagen, was gilt ist, was du sagst. Nicht, was die Menschen sagen. Ist für mich hat Gültigkeit, sondern was du sagst. Und er hilft uns da. Er überrascht uns immer. Ist immer eine Überraschung. Er führt uns auf einen guten Pfad. Auch nicht in Psalm 23. Er führt uns zu stillen Wasser. In ihm haben wir eine Position oder eine Stellung, wo wir uns ruhen können. Wir müssen nicht jetzt innerlich, sondern ruhig. Bleib ruhig in dem Herrn. Ruhig. Keine Hektik. Keine Hektik. Keine Hektik. Nur auf dem Herrn harren. Das ist übrigens mein Taufspruch. Harre des Herrn, sei unverzagt und harre des Herrn. Das hat sich bewahrheitet. Auf ihm vertrauen. Und wir sehen das jetzt, dass wir im Lichtdienst, die Heiligen im Licht, zum Anteil, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Wir bekommen ein Erbteil. Es ist bereit. Ich glaube, es ist in 2. Petrus oder 1. Petrus, genau, 1. Petrus 1. Wir haben ein Erbteil. Wir bekommen es, wenn wir zu Hause gehen. Und das Erbteil ist bereit und wartet auf uns. Und wir gehen jetzt in diesem Pfad. Wir lesen das in Sprüche 4, 18 bis 19. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel, sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Aber wir gehen, es wird immer heller, weil die Herrlichkeit des Herrn sich vermehrt auf dich kommt. Weil die Herrlichkeit Gottes vermehrt, weil er vermehrt, er bereitet dich, er macht dich fertig für sein, er bereitet dich auf seine Wiederkunft und vermehrt werden wir verwandelt, wir werden verändert. Der Herr sieht das
Und die Finsternis sieht es auch in der unsichtbaren Welt. Er sieht uns, wir sind markiert, nicht? Oder wir sind gesalbt, oder wir sind von Gott, nicht? Wir haben eine Salbung von mir gekommen, die sehen das, und der Feind sieht das auch. Er weiß ganz genau, wo Kinder Gottes sind, weil überall sind Licht. Du bist überall zu sehen, wenn du Kind Gottes seid, weil der Geist der Herrlichkeit auf uns, in uns wohnt. Und deswegen sind die Dunkelheit sieht. Er sieht genau, wo die Gottes Kinder sind, und da gehen die nicht hin. Da haben die Angst für Gottes Kinder. Glaubst du das? Wer soll uns gegen uns kommen? Wer stärker? Der Herr ist stärker. Ich meine hier. Ja, du hast den Satz nicht zu Ende bekommen. Ne? Der Herr ist die Stärke. Ne? Er ist unsere Stärke. Er wohnt in uns. Und deswegen kann der Finsternis nicht uns anrühren. Steht auch in 1. Johannes in einem Kapitel. Und der Dunkle oder der Böse tastet euch nicht an. Und glaube nicht an. Ich glaube, dass er irgendwo kann antasten. Nein, er kann dich nicht antasten. Du bist Gottes Eigentum, gekauft durch den Blut. Und der Geist Gottes ist in dir, und der Feind kann dich nicht rühren. Es sei denn, du tust was Dummes. Wenn du jetzt irgendwas Dummes und gehst zurück und fängst an zu saufen oder sonst was, aber sonst kann der Herr dich, kann der Feind uns nicht berühren. Wir tun das, was Gott wohlgefällig ist. Wir folgen ihm. Wir lernen das. Es ist ein Lernprozess, aber er ist mit uns. Er ist mit dir. Lovely. Lovely water. One day I'll preach in English, okay? Und ihr werdet alle eure Google Übersetzer bei sich haben. ich würde ganz langsam in Englisch sprechen. Ihr könntet das eingeben. Ich tue das manchmal, oft. Ich tue das, Lucia hat neulich was Spanisches. Sie schreibt Spanisch in den Chat. Und ich habe dann mein Google Translate habe ich reingegeben und habe ich gesehen, was es ist, und haben sie geantwortet. Ne? Wir können kommunizieren. Kommunikazioni. Pepperoni. Wir werden immer heller, lieben Kinder Gottes. Nicht sind das wunderbar? Der Pfad der Gerechten. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Der Herr. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wir müssen uns nicht selber was vor. Wir können nicht. Wir sind gerechtfertigt. Gott hat uns nicht nur gerettet, sondern gerechtfertigt. Durch was er getan hat für uns. Er ist unsere, er hat den, in den, wo wir in den Gerichtssaal, wenn es den Gerichtssaal gab, und wir waren da als Angeklagte, kam der Herr da rein zu uns, hat seinen Arm uns gelegt. Juhu! Und dann, ich nehme seine Schuld auf mich, hat der Herr gesagt. Ich nehme seine Schuld auf mich, und er ist frei jetzt. Und das hat mit uns, jeder von uns. Er ist unsere Rechtfertigung, Rechtfertigung des Lebens. Und weil wir im Licht wandeln, werden wir verwandelt. Hier sehen wir das, haben wir es gelesen. Ne? Helle und helle, es strahlt es bis zur Tageshöhe. Und bei uns auch, wir werden verwandelt bis der Tag, den der Herr festgestellt hat, gekommen ist. Wir sehen das ganz klar, von Tag zu Tag nach seiner Verheißung. 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle, nicht einige, aber schauen. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Amen. Das sehen wir nicht, ne? Das tut der Herr an dir. Ob du schläfst, wo du dabei bist, wenn du schläfst, oder was du in stiller Zeit bist, oder du arbeitest, er tut das an dir.
Er wirkt das. Du wirst verändert. Du wirst in seinem, diesem Bild umgewandelt. Verändert. Wir werden verändert. Das ist natürlich diese Schriftstelle, wenn ich zurückgehe und ein paar Verse vor, ist natürlich über Mose. Ne? Er sagte, Mose hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und sein Gesicht strahlte förmlich. Es war sichtbar. Und als er runterkam immer vom Herrn, die haben dann in den Camp, ne? Die haben immer alle angestarrt. Stell dir vor, du wirst strahlen, dein Gesicht strahlt, würden die Leute dich anschauen? Würden die Leute dich gaffen? Guck mal, der strahlt so. Hat er eine Licht, hat er eine Lampe da in seinem Gesicht oder wie? Und das war bei Mose. Mose sah das und er musste sich bedecken mit einem so ein Tuch. Er hat dann das gedeckt, weil es auch wegging. Das blieb nicht für ewig da. Diese Herrlichkeit, weil er von Angesicht zu Angesicht dem Herrn sah, das wird immer weniger und weniger. Aber es wird immer mehr. Es wird nicht weniger. Wuhu! Es wird nicht weniger. Meine Schwester, du strahlst und es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Und dann sagen neun und sagen, warum? Wo weißt du das? Wo hier steht. Ich habe gerade vorgelesen. Wir aber, alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also es geschieht es, ne? Es geschieht, der Herr tut es. Und sagt, danke, Herr, dass du diesen Tag auch deine Herrlichkeit in die Gemeinde mögest. Wir haben gebetet heute, ne? Heute Morgen, dass der Herrlichkeit des Herrn vermehrt, deine Herrlichkeit mehr wird. Die Herrlichkeit, die Auferstehungskraft, ne? Dass der über uns kommt und auf uns ruht. Und dass wir das spüren, dass wir das spüren. Was ist manche Gottesdienst? Da findet was eine Veränderung statt. Man kann es nicht mit Worten sagen, aber da ist irgendwas geändert. Ich weiß nicht, was ich zu Hause gemacht habe. Irgendwas hat der Herr gemacht mit uns, ein inwendiger Mensch. Irgendwas hat er getan, hat uns verändert. Näher zu ihm, ne? Wir werden näher zu Gott. Wir kommen näher zu ihm und seine Herrlichkeit in dir. Herrlichkeit dir, Jesus allein, Herrlichkeit dir, Jesus allein, alles, was so dem hat, stimmt mit ein. Herrlichkeit, Jesus, ja, Jesus allein. Wuhu! Oh, ihr strahle Kinder. Oh, ich warte auf den Tag, wo wir zusammen sind. Wo wir dann strahlen wird, wenn wir vor des Herrn angesetzt, mit Freude erfüllt, wenn wir vor ihm stehen. Und dann eine Belohnung, ne? Der Trompeten werden gehen, genau. Aber die haben ganz lange da. Und die sind aus Gold. Vor uns liegt, Geschwister, es liegt uns vor. Es ist vor uns. Und wie wandeln Kinder des Lichts? Wie wandeln Kinder des Lichts mit dieser Kenntnis? Was? Und Gottes Wort sagt uns nochmal, er erinnert uns immer wieder, man sieht diese Schatzkiste, Gottes Wort sind Schatzkiste und die Verheißung oder das, was Gott tut, gerade tut oder was er getan hat und was ist dabei zu tun. Es ist immer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir lesen das in Gottes Wort. Alle drei manchmal sind zusammen. Wie sollen wir wandeln jetzt? Wie wandeln Kinder des Lichts? Wie sollen die wandeln? Was ist dem Herrn wohlgefällig? Epheser 5, 8 bis 10. Hör mal das an. Denn eins wart ihr nicht so schlimm. Steht das da? Nee, ne? Denn eins wart ihr Finsternis. Hallo? Hallo? Ich muss bekennen, eins wart ihr, Vergangenheit, eins wart ihr, Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Uhuhu.
So sieht Gott dich, so sieht der Herr dich. Und er sieht, er weiß, wer seine Kinder sind. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Indem. Das ist, was das Licht ist. Das ist, was in dir wohnt. Das ist, was in dir ist, ne? Denn die Frucht des Lichts besteht aus lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht des Lichts ist die Frucht, was in dir ist. Die Frucht des Lichts ist das Frucht, was in dir ist. Ist in dir drin. Du bist ein Lichtwesen. Du bist ein Lichtwesen. Es ist da ganz klar. Ich rede nur vom Licht und Leuchten und Glänzen, ne? Wir sind nicht dunkel, wir haben nur Schatten, sondern wir sind Licht im Herrn. Er weiß ganz genau, da können 1000 Leute da auf ein Footballfeld, ne? Und du bist in der Mitte und der Herr sieht dich sofort. Weil alles andere ist grau, alles andere ist dunkel und du bist Licht. Du bist das Licht. Und er sieht dich da und er weiß genau, wo du bist. Und ist genauso. Tausend und ein Leute auf dem Fußballfeld, alle sind Kinder Gottes und in der Mitte ist ein Ungläubiger. Der sieht lauter Licht und ein dunkler Punkt. Amen? Ist das so? So sieht der Herr das. Wir sehen von seinen Sicht, wie er die Sachen sieht, wie er dich sieht. Gibt es immer zwei Teile. Ne? Wir sind auch. Er sieht uns auch und er sieht die Menschen, die wir. Und deswegen sind wir ein Segen. Wir sind gepflanzt hier in dieser Stadt als Segen mit den Leuten, die wir zu tun haben. Ne? Wir sind ein Segen. Und wenn die dich sehen, die freuen sich. Kommen. Wenn die dich in den Laden kommen, freuen sie sich. Weil die Gegenwart Gottes ist. Ist nicht wir, aber was in uns ist, was in uns wohnt, da freuen sich die Leute. Die sehen uns und freuen sich. Wir können die Atmosphäre ändern, wenn wir irgendwo reinkommen, wo Leute sind. Wenn es schlechte Atmosphäre ist, können wir schlagartig ändern. Bringen Gottes Licht. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe nur 3 Stunden. Nee, Quatsch. Wir haben gehört, wie wir hinkommen, wie wir verwandelt sind, dass wir Jesus nachfolgen. Wenn wir ihm nachfolgen, ist diese Veränderung. Wenn wir an ihm glauben, dann werden wir verändert von Gott hier. Er tut es. Es gibt ein paar andere Schriftstellen jetzt, die das auch untermalen, dass wir verändern. Das tut der Herr. Das tut der Heilige Geist. Das tun wir nicht. Wir können gar nicht tun. Wir sind in dem Meisters, wir sind der Ton und er ist der Töpfer. Ne? Verstehst du? Er macht dich ein wunderbarer Gefäß. Er macht aus dich was Herrliches. Du bist ein wunderschöner Gefäß. Du bist herrlich vor Gott. Er sagte, schau meine Kinder an da in Bremerhaven. Schau mal die Gemeinde an da oben. Wie heißt die Straße hier? Meisterstraße. Schau mal die an, guck mal, wie die strahlen, wie sie sich freuen in dem Heiland. Wuhuhu! Ihre Belohnung ist groß. Wird belohnt. 1. Thessalonicher 5, 4 bis 9. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis. Nicht in Finsternis. Dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Wenn der Herr kommt, sein Tag, ich rede von jetzt. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht die Nacht und nicht die Finsternis. Also, lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils.
Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Was hat er gesagt hab? Am Anfang, Johannes 5, ne? Er ist übergegangen, er kommt nicht ins Gericht. Er wird nicht Gottes Sohn. Er kommt nicht ins Gericht. Er wird Gottes Sohn nicht bekommen. Er wird gar nicht da sein. Er wird bei Gott sein. Und die anderen, die gerichtet werden, die werden auch an einem Ort sein. Aber hier lesen wir es ganz klar. Denn Gott hat uns nicht zum Sohn bestimmt. Du bist zum Heil bestimmt. Du bist zum Herrlichkeit bestimmt. Du bist zur Freude bestimmt. Du bist zum ewigen Leben bestimmt. Du bist zu seinen Werken bestimmt. Er hat eine Bestimmung über dein Leben gesprochen. Die göttliche Bestimmung, du erfüllst dich. Mehr und mehr wird mehr und mehr zu Tageslicht ankommen, deine Bestimmung. Große Dinge zu stehen und zu verkünden. Und die Menschen werden alle herumfallen. Kommen große Tage der Herrlichkeit Gottes, wo Gott retten wird in der letzten Stunde, dass er wird ganz viele wird umfallen und schreien, Gott, ja, Gott lebt, Gott ist Herr, Jesus ist König. Es wird kommen, dann wird es auch nicht sprechen müssen, nur deine Gegenwart. Was war mit Peter? Petrus. Ah, ihr kennt Peter, ne? Peter ist mein Freund Petrus. Petrus ist nur, er ist durch die Straßen gelaufen, er hat kein Wort gesagt. Die haben die Kranken da gelegt, überall, nur dass sein Schatten auf ihm fallen könnte. Und er ist gelaufen. Vielleicht hat er so, ich würde so machen, mit ihm meine Jacke, ich würde so machen, beide Seiten, viel Schatten. Und sie sind alle heil geworden, sie sind alle heil. Die ganz Kranken, ganzen Sterbende, die wurden alle plötzlich, tschung, Herrlichkeit Gottes, wuff, wuff, und die sind alle, wuhu! Glaubt ihr, haben gejaugt? Ich glaube. Und haben gesagt, oh, ich bin geheilt. Ich gehe nach Hause jetzt. Wuhu! Wunderbar. Das wird geschehen. Er wird Größeres tun, hat gesagt. Er wird noch Größeres tun. Er hat gesagt, was ich tue, ihr werdet noch Größeres tun, denn ich gehe zum Vater, hat Jesus gesagt. Also es kommt noch diese Dinge, die kommen noch auf uns zu, wir werden das erleben. Philipper 2. Nein, noch nicht. Erstmal Thessalonicher 5. Erstmal noch mal gucken. Nee. Noch nicht Philipper 2, okay. Dass wir das dann verstehen, nee, was wir sind. Wie der Herr uns sieht und, wo wir, und wie wir wandeln sollen. Und wie wir das tun. Ne? Wir wollen nicht bekleiden mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und das Helm auf der Hoffnung des Heils. Das ist, wir das tun. Dass der Herr an uns das tut. Und ich zeige dir hier, das ist der Herr, das in uns das wirkt. Philipper 2,12. Daher, meine Geliebten, wir allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, das ist Paulus jetzt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Wuhu! Er tut es. Hihi! Er wirkt in uns. Er wirkt in uns, dass wir das tun können. Wenn wir sagen, wir sollen das tun, wie soll ich das machen, was vor mir liegt? Der Herr wird mir helfen. Wir sollen sagen, Herr, ich weiß nicht, aber dein Wort sagt. Ich fühle mich nicht so, als ob ich kann, aber dein Wort sagt, ich kann, du wirkst es in mir, Herr. Du gibst mir die Fähigkeiten. Hier sehen wir das ganz klar. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken, beides. Wir gehen, das Wollen und Tun, und der Herr wirkt und offenbart seine Herrlichkeit an allen Orten. Offenbart sein Wort an allen Orten. Aber tut alle ohne Murren. Nichts meckern, ne? Ohne Murren und Zweifel. Zweifle nicht. Zweifle nicht. Zweifle empfängen gar nichts. Wer zweifelt, erlaubt,
wird Zweifel ernten. Und Zweifel ist nicht gut. Weil Zweifel stellt alles in Frage. Konnte das sein? Ist das so? Und das weiß ich nicht. Ach, okay. Glaube nur. Glaube nur. Maria, ne? Oder Martha. Als Lazarus auferweckt wurde, da ging sie dahin. Und Jesus sagte, sie hatte gesagt, ja, du bist der Aufstehung des Lieben in den Tag des Herrn und so. Ich bin jetzt, hat der Herr gesagt, jetzt bin ich das Leben, jetzt. Mach den Stein weg, hat der Herr gesagt. Nee, der stinkt jetzt schon. Der ist schon 3 Tage da drin oder 4. Er war tot, mausetot in den Grab da. Und er sagt, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Das war ein Riesenstein. Ne? Die müssen das Welt, so ein richtiger Stein. Und er ruft, Lazarus, komm out! Lazarus, er kommt so. Er war alles mit Bandage. Ne? Können wir so gut nicht sehen. Ne? Jesus hat gesagt, nimm die Bandage weg. Aber das hat so einen Preis. Ne? Jetzt wollten die nicht nur Jesus töten, sondern Lazarus auch. Steht geschrieben. Weil der Herr ihn aufgeweckt hat. Er war ein Zeugnis jetzt. Ne? Er konnte sagen, ja, ich war tot. Wo warst du? Ja, ich war im Himmel, ich war toll. Dann plötzlich, so hört man von Leuten, die tot waren und zurückgekommen sind. Dann hört man, ja, ich war toll. Dann hört ich auch die Stimme. Jesus. Und hat ihn wunderbar zum Leben. Und Jesus ist derselbe. Tut auch heute. Weckt Leute auf. Weckt Toten auf. Wandelwürdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. 1. Thessalonicher 2, 11 bis 12. Wandelwürdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und Herrlichkeit beruft. Zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Das ist dein Endziel, ne? Das ist dein, da, was dich erwartet, wenn du von hier wegkommst und in die Herrlichkeit Gottes. Das ist, was dich erwartet, die Herrlichkeit Gottes. Mit der Herrlichkeit. Ich glaube, ich weiß nicht, wer das war, Rick Joyner oder jemand, der hat ein Buch geschrieben. Und es war ein riesen Thronsaal. Es war riesen, und die sind alle da, und die gehen irgendwie alle vor, ich weiß nicht, wie es war, und ganz viele, ne? Er sah das, dass von alle, Gott war auf den Thron, die haben ihn gerühmt, die haben ihn gepriesen, die waren voll Freude und voll Herrlichkeit, die waren alle glänzten, die waren wie laute Diamanten, ganze Scheune. So wirst du dabei sein. Du wirst da sein, das ist dein Platz, es kommt, es ist vor dir. Und durch seine Gnade und Kraft in uns wird er uns befähigen, all dies zu tun. Das, was wir gelesen haben heute, all das, was wir aufgenommen haben. Der Herr ist nicht, wir tun es nicht, wir wollen aber mitwirken. Ne? Wir wollen nicht der Herr im Weg gehen, im Weg sein, sondern wir wollen mit. Und wir glauben, Herr, ja, du tust das. Danke, dass du das tust. Dann haben wir diesen wunderbaren Abschluss. Schriftstelle jetzt, der Abschluss, ist 1. Petrus 5, 10 bis 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen. Uhu. Wir werden vollkommen sein nachher. Wir sind jetzt nicht vollkommen. Aber wir werden vollkommen, er wird uns vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Er wird er tun, liebe Geschwister, an uns. Das gute Werk, das der in dir begonnen hat, wird es vollenden. Er tut es. Ja, wir sind manchmal, wir sind so schwach und wir sind so unvollkommen. Wir haben Fehler, wir sind verhaftet mit Fehlern. Aber es geht nicht um uns, es geht um ihn. Er tut es. Er verwandelt es. Ne?
Er verwandelt das, was wir nicht überwinden können. Er verwandelt es. Er hilft uns, dass wir Überwinder werden. Sollten wir mehr als überwinden durch den, der uns geliebt hat? Amen. Sollt ihr die überwinden? Amen. Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort. Vater, ich danke für deine Kinder. Ich danke, Vater, für deine Herrlichkeit. Ich danke dir, Herr, für deine Kraft. Danke, Geist Gottes, dass du dein Wort in uns nimmst heute Morgen und es pflanzt, Herr. Dass wir eine Felsen ist, Herr. Und wenn der Sturm kommt und der Regen kommt und die Schwierigkeiten kommt und die Schwierigkeiten, Herr, wir werden stehen in dir, Herr. Denn du bist unsere Kraft, du bist unsere Stärke und du hilfst uns. Du führst uns, Herr. Du leitest uns, Herr. Und darum danken wir dir. Wir fühlen uns dir an, Herr. Danke für die Woche, die vor uns liegt, Herr. Du bist wunderbar uns leiten, Herr. Wunderbar ist der Herr, treu in all seine Werken, treu in all das er tut. Durch seine Kinder tut er das in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen.